Wir zeigen euch die Top 10 Amateurfußballparaden aus dem Jahr 2022. Auf dem 10. Platz haben wir Arne Exner vom Heslinger SC, der seinen linken Arm mal ebenso ausstreckt und damit das Gegentor verhindern kann. Auf dem 9. Platz Michael Vogel. Flanke von rechts, Kopfball ins lange Eck, doch der Keeper des Siegeburger SV lässt den Ball nicht an sich vorbeikommen. Starke Parade. Den 8. Platz belegt Michael Albert. Freistoß von links, spitzer Winkel, doch der Keeper macht sich lang und klärt souverän zur Ecke. Starke Aktion. Auf dem 7. Platz Christian Scheller vom FC Erlensee, stark übergegriffen. Der U19-Keeper macht sich lang und klärt zum Eckstoß. Den 6. Platz belegt Frederik Lorenzen von Altona 93 mit dieser Glanzparade. Schwierig einzuschätzen. Wir sehen es hier nochmal. Per Hacke versucht der Angreifer den Keeper zu überlupfen, aber er macht sich lang und fischt den Ball aus dem Eck. SV Riedering-Keeper Florian Huber hat sich mit dieser Parade den 5. Platz absolut verdient. Überragend, wie er hier diesen Freistoß vereitelt. Auf dem 4. Platz haben wir Michael Arnold. Freistoß, halbrechte Position, doch der Keeper macht sich lang und lenkt den Ball artistisch übers Tor. Starke Aktion. Auf dem 3. Platz erneut ein Freistoß, diesmal die Parade noch spektakulärer. Stark rausgefischt, Dominik Mittenzwei. SC Wentorf-Keeper Niklas Runge sichert sich mit dieser spektakulären Flugeinlage den 2. Platz in unserem Ranking. Was für eine Aktion. Malte Thomas Schuchert, dieser Keeper, belegt in unserem Ranking den 1. Platz. Und zwar mit diesem Monsterreflex. Da geht er schnell runter, taucht ab und verhindert das Tor. Brutal stark gehalten.